Eines zeichnet sich schon sehr klar ab. Die Antwort der westlich-kapitalistischen Welt auf die Corona-Krise wird eine Form des Sozialismus sein, nämlich der Notenbank-Sozialismus. Und den wollen wir uns im heutigen Video anschauen. Wir hatten heute eine Rallye an den Märkten, an den Aktienmärkten. Und das liegt vor allem daran, dass ein etwas älterer Herr, nämlich Bernie Sanders, jetzt seine Kandidatur aufgegeben hat. Donald Trump hat dann seine Wähler gleich aufgefordert, Mensch, kommt doch zu den Republikanern. Da ist scheinbar nicht mehr so viel Unterschied zwischen Bernie Sanders und Donald Trump, scheint er sich zu denken. Die Aktienmärkte, wie gesagt, finden das gut. Sie hatten irgendwie noch befürchtet, dass Sanders vielleicht dann doch das Rennen noch macht, obwohl das vorher schon unwahrscheinlich war. Jedenfalls, wie Sven Henrik hier zu Recht anmerkte, die Märkte machen eine Party, weil der Sozialismus abgewendet wurde, den Bernie Sanders ja propagiert hat. Nun, lasst uns einfach weitermachen mit den Milliarden an Fed-Bailouts, Stimulusprogrammen, 3,5 Billionen Defiziten und dem freien Geld für jeden, also praktisch Notenbank-Sozialismus. Das finden die Märkte dann wieder scheinbar ganz gut, während sie den klassischen Sozialismus nicht so hübsch finden. Die Mechaniken sind aber vielleicht dieselben. Da wird sich nicht so wahnsinnig viel unterscheiden. Wir in Deutschland sind da nicht viel anders. Das sehen wir hier, wie zum Beispiel jetzt der TUI gerettet wird mit 1,8 Milliarden Euro. TUI angeblich ja kerngesund, wie man gesagt hat. Naja, mal gucken. Dann eine Firma Appelrad Küpper insolvent, der KSC im Fußballbereich wahrscheinlich platt. Und so wird es vielen, vielen, vielen Firmen gehen. Das ist ja gar nicht zu verhindern. Und die Märkte, die Ökonomen hoffen ja irgendwie doch noch auf eine V-Erholung. Also es geht runter und dann auch wieder steil rauf. Andere sagen, ja, es könnte ein U werden. Also es geht runter und dann geht es etwas langsamer wieder rauf. Und das schlechteste Szenario ist ein L, wo es runtergeht und dann nicht mehr rauf geht. Ich glaube, wir werden so, was die Realwirtschaft betrifft, nicht die Aktienmärkte so eine Art Mischung zwischen U und L bekommen. Also einen Abstieg, der dann langsam, sehr, sehr langsam erst wieder sich zu erholen beginnt. Und das wollen wir gleich im Folgenden mal anschauen. Aber auch Sozialismus hier, dass man jetzt zum Beispiel seitens der Bundesregierung ein Bollwerk schaffte gegen potenzielle Käufer von deutschen Unternehmen, während man bei KUKA, die von den Chinesen ja geschluckt wurden, noch überhaupt keine Schwierigkeiten gemacht hat, will man jetzt verhindern, dass da Leute oder Firmen, die in Schwierigkeiten sind, dann eben auch für günstiges Geld übernommen werden können. Also auch hier eine Art von Sozialismus, von Bollwerksozialismus. Schauen wir uns mal an, zum Beispiel die Forderung nach Corona-Bonds. Hier eigentlich den Analysten, den ich sehr schätze, Andreas Steno Larsen, der sagt, ja, ich verstehe nicht, warum man nicht alles tut in Richtung Corona-Bonds. Niederlande und Deutschland würden sich weigern, offenkundig die Niederlande noch mehr als die Deutschen. Warum blockiert ihr das? Und da möchte man Herrn Larsen zurufen, schlichtweg deshalb, weil diese Corona-Bonds vorsehen, dass wenn alle ausfallen, der eine notfalls die Gesamthaftung übernehmen muss. Das heißt, wenn wir wirklich diese Corona-Bonds, so wie sie konzipiert sind, akzeptieren würden in Deutschland, dann würde das bedeuten, dass wenn Italien ausfällt, Spanien ausfällt, Frankreich sagt, oh, ich kann jetzt mal gerade nicht, dann würde sozusagen die Gesamtsumme haftbar, wäre Deutschland für die Gesamtsumme dieser Geschichte haftbar, dieser gigantischen Programme, die da wohl aufgelegt werden. Das kann und darf Deutschland nicht machen. Man kann vielmehr über den ESM sozusagen solche Liquiditätshilfen geben, die aber dann nicht in der Gemeinschaftshaftung sind. Das ist vielleicht der große Unterschied. Schauen wir uns mal die EZB-Bilanz an. Die expandiert, also die sozialistischste Organisation in der Eurozone wird jetzt größer. Das ist nicht überraschend. Wir sehen auf der anderen Seite, dass insgesamt, was da in die Märkte, in die Wirtschaft und in die Märkte gepumpt wird, ist einfach unglaublich. Bei den USA 2,3 Billionen, 11% des BIP. Es wird aber noch nicht das Ende sein. Deutschland kommt dann schon nominal an zweiter Stelle mit 189 Milliarden, 4,9% des BIP. China, dann Kanada, 145 Milliarden, 8,4% des BIP, also anteilsmäßig deutlich mehr, auch Australien anteilsmäßig am BIP deutlich mehr. Also man geht jetzt so ziemlich all in, aber man hat ja dann noch ein paar Chips, indem man die Notenbanken eben drucken lässt.
Und es werden diese Notenbanken sein, die dann die Millionen von Menschen alimentieren werden, die nicht mehr in den Job zurückkehren. Das ist eigentlich die Bankrotterklärung des Kapitalismus, wie wir ihn zu kennen glaubten. Der trägt schon immer das sozialistische Element in sich, wie es aussieht. Was hat man triumphiert, als man dann diesen Systemkampf gewonnen hat? Freie westliche kapitalistische Welt gegen die böse zwangssozialistische Welt. Jetzt werden wir etwas weniger frei und etwas mehr gezwungen, weil wir ja Transferleistungen in Anspruch nehmen. Da braucht es schon mal eine Gegenleistung. Das Ganze natürlich mit einem Schuldentsunami, wie hier Holger Cepic zeigt, unter Berufung auf Bloomberg Economics, dass wir in den USA das größte Defizit haben werden seit dem Zweiten Weltkrieg. Ungefähr 3,5 Billionen Dollar, 16% des BIP in diesem Jahr, meine Damen und Herren. Das ist jetzt nicht ganz Maastricht-Kriterien, die sind bei 3%, 16 ist nur ganz knapp drüber. Da sind wir uns ja alle sicher. Diese Liquidität wird in die Märkte auch kommen, das ist klar. Normalerweise hat diese Liquidität, bis sie sich dann kurswirksam auch wirklich äußert, allerdings einen gewissen Vorlauf. Durchschnittlich, so haben schlaue Ökonomen und Finanzmathematiker berechnet, 252 Tage. Heute spielt man schon die 252-Tage-Frist ein bisschen kürzer, wie es aussieht. Und dementsprechend ist vielleicht das, was Ray Dalio ja in Davos gesagt hat, mit Cash is Trash, gar nicht so falsch. Die Frage ist nur das Timing. Jetzt ist er ja erstmal Cash King. Schulden sind schlecht, später aber wird Cash Trash. Jetzt sagte Dalio auch nicht zu Unrecht, dass er sagt, ja, I still think cash is trash. Ich glaube immer noch, dass cash is trash ist in Relation zu anderen Alternativen, speziell bei denen, die sozusagen in ihrem Wert reflationiert werden, also auch Ray Dalio. Der erwartet die Inflation, die kommen wird, die ist, glaube ich, nicht mehr abzuwenden, wenn wir sehen, was da an Liquidität reingepumpt wird, was da sozusagen an Geld gedruckt wird. Realökonomisch sieht es so aus. Wir werden wahrscheinlich demnächst die schlechtesten Retail Sales, also die schlechtesten Einzelhandelsumsätze sehen in den USA ever. Das heißt, das wird noch schlimmer als in der Finanzkrise werden mit einem Rückgang von mehr als 12%. Wir werden eine Arbeitslosigkeit haben nach Konsensschätzung in den USA von etwa 13% jetzt im Juni. Und bei einer leichten Erholung dann im Dezember von nur noch 10%. Jetzt muss man sich fragen, wie soll da eigentlich eine V-Erholung herkommen, wenn ich 10% oder 12% Arbeitslosigkeit habe? Das muss man mir mal erklären. Wie auch immer, Lombard hat hier einen sehr, sehr guten Chart nach meiner Auffassung gezeigt oder entwickelt, der so ein Modell projiziert, wie es laufen könnte. Wir dürften wahrscheinlich in 2020 insgesamt dann jetzt in den nächsten Quartalen durchschnittlich so deutliche Einbrüche haben, minus 25%, in 2021 dann gesamt eine Erholung von plus 5,9% und 2022 dann von plus 3,9%. Das sieht nicht aus wie ein V, das sieht auch nicht aus wie ein U, das sieht eben aus wie Mischung zwischen U und L, wie ich vorhin schon sagte. Wir haben jetzt heute zum Beispiel Nachricht, dass McDonald's seine Guidance, seinen Ausblick natürlich gestrichen hat. Man sagt, wir nehmen diesen Ausblick zurück, wir kaufen jetzt keine Aktien zurück. Das hat man seit 10 Jahren mit richtigem Eifer betrieben und sich dabei verschuldet, praktisch die Zukunft schon in der Gegenwart verkonsumiert. Jetzt sind 99% der Restaurants, die McDonald's hat, sind nur noch Drive-Thru, also man kann durchfahren. Und Takeaway Only, da wird etwas weniger ablaufen dann. Und das Einzige, was McDonald's hatte, weil man einen negativen Cash Balance hat, ist eben die Einnahmen aus diesen Restaurants. Das sind jetzt die Dinge, die auf uns zukommen. Heute auch andere Warnungen, Peloton zum Beispiel, die hier gesagt haben, das wird eine schwierige Geschichte. Die Opfer werden vor allem jetzt erstmal die Emerging Markets sein. Wir sehen hier, dass unglaublich viel Geld aus diesen Emerging Markets rausgezogen wurde. Der Dollar ist jetzt King und später Trash, denn alle brauchen jetzt Dollars, weil sie in Dollars verschuldet sind. Deswegen sehe ich in nächster Zeit, in unmittelbarer Zukunft, keine Dollarschwäche auf uns zukommen. Dann aber eben aufgrund der vorhin schon gezeigten Charts eine immense Dollarverschuldung, die dann sich auch in einer Abwertung des Dollars zeigen wird. Momentan werten sie alle ab gegenüber dem Dollar. Hier sehen wir verschiedene Emerging Markets, Currencies und auch andere, die eben hier richtig auf die Mütze kriegen. Schauen wir uns mal ein paar Charts an
und starten vielleicht mit dem Dow Jones. Da sind wir bei 23.210. Warum diese Rallye? Naja, so richtige Gründe gibt es nicht. Gestern hatten wir ja diesen massiven Anstieg, der dann komplett abverkauft wurde. In der Dimension wie seit 2008 nicht mehr. Jetzt sehen wir eine Fortsetzung der Rallye und es ist vor allem der eher weniger seriöse Bereich, der heute wieder zulegen kann, wie zum Beispiel die Unternehmen im Russell 2000, der stärkste Index heute, da wo die Verschuldung am höchsten ist, da wo die meisten Zombies drin sind, da wo fast die Hälfte der Unternehmen in den letzten Jahren überhaupt gar kein Geld verdient haben, aber massiv Schulden angehäuft haben. Das ist natürlich logisch. Schauen wir uns den DAX an, der aktuell bei, wo ist er, 10.350 Punkten knapp steht. Die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren, nur falls ich es vergesse, wir haben Euro-Dollar dann bei 1,0861, nicht so wahnsinnig viel bewegt. Gold, das hält sich bei 1.648, auch wenig Bewegung eigentlich. Und das amerikanische Crude Oil, das ist hier jetzt in einer Dimension von 28,06 $. Ich wollte Ihnen eigentlich, wenn ich es noch kurz darf, einen Chart zeigen, der vielleicht erklärt, warum es ein bisschen schwierig wird mit dieser Produktionskürzung. Morgen soll ja dieses Treffen OPEC Plus. Und wer nicht alles noch schnell genug auf den Baum springt, darf auch dabei sein, soll ja stattfinden. Hier sehen wir, dass je niedriger der Ölpreis ist, umso mehr Fracker in den USA über den Jordan gehen. Und das ist doch eigentlich eine Geschichte, die die Russen und die Saudis gar nicht so schlimm finden, wenn die amerikanische Fracking-Industrie ein Problemchen bekommt. Also, es ist jetzt der Weg zum Notenbanksozialismus. Die freie kapitalistische Welt verabschiedet sich von ihrer freien kapitalistischen Welt und wird jetzt notenbanksozialistisch. Damit behält sie kapitalistische Elemente und mischt sie wunderbar mit sozialistischen. Man hat das Gefühl, der Sozialismus taucht aus der Gruft der Geschichte wieder auf und vergiftet so ein bisschen die Substanz derjenigen, die glaubten, sie wären unangreifbar und gesund. Das ist das, was auf uns zukommt. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.